Let me introduce, it's Sir Wombat and Nero Lapis Lucis. So give them a warm welcome when everybody's interested in how to get the stuff done. Du hörst gleich Schnaps-Hacking vom 34. Chaos Communication Congress in der Übersetzung von Duckman und Sloth of Anarchy. So, just what we are going to talk about, who we are. Also, worüber wir heute reden. Wir werden heute unsere Saftpresse präsentieren. Und wir werden über die Fermentation und das Fermentationsbehälter reden, was ihr brauchen werdet, falls ihr sowas selbst bauen wollt. Und wir werden gleich nochmal kurz erklären, wie man Alkohol aus Hefe und Fruchtsaft erklären kann. Danach werden wir nochmal ein Modell einer Destille präsentieren, was ihr hier auf dem Tisch sehen könnt. By model we mean it doesn't actually work. Also mit Modell meinen wir, es funktioniert nicht, es sieht nur so aus. Also es ist mehr eine hypothetische Sache. Und danach bringen wir eine alternative Methode, wie wir einen hohen Prozentsatz an Alkohol produzieren können. Also, wer sind wir? Ich bin Nero, ich bin so eine Art professionelle Wikingerin. Und ich war mal in Norwegen und hatte zu wenig Geld, um Bier zu kaufen. Also musste ich eine Lösung finden und habe angefangen, Wein zu machen. Sir Wombat da drüben ist ein elektrischer Ingenieur und der hat eigentlich schon immer an allem geschraubt. Also, fangen wir an mit der Fresse. Ich weiß nicht, haben wir die Kamera oder? Ich meine, machen wir es ohne. Na, also ich kann es einfach hochhalten und dann könnt ihr es sehen. Also was wir im Prinzip haben, ist ein Holzrahmen, ein Wagenheber und wir haben diesen Holzblock, den wir in dem Topf nach unten drücken. Rechts sieht man die Unterseite dieses Holzblocks, was diese Kanäle hat auf der Unterseite, damit der Saft da auch rauskommt. Und mit dem Wagenheber kriegt man so einiges an Druck. Wenn ihr die Maische kocht, dann könnt ihr auch einfach ein Küchenhandtuch nehmen, aber das ist ziemlich viel Arbeit. Also so ist schon ganz nett. Ja, man kann es mit ganzen Apfeln machen, man kann sie vorher schneiden, man kann sie ein bisschen in den Ofen tun, was das Ganze deutlich einfacher macht. Aber ich weiß nicht. Ich finde es einfacher, wenn man sie so ein bisschen ankocht oder kurz in den Ofen legt. Dann kriegt man auch ein bisschen mehr Saft raus. Denn was ihr seht, wenn ihr das hier versucht, dann werdet ihr sehr viel Arbeit haben und sehr viel Früchte für überraschend wenig Saft. Es ist viel Arbeit. Ja, ich meine, der Fruchtsaft, den wir zum für den Alkohol brauchen, ist näherungsweise Zuckerwasser. Man kann bescheißen, was eigentlich verboten ist, aber theoretisch könnte man seinen Fruchtsaft süßen. Die Hefe macht keinen Unterschied. Oder ihr könnt auch Melasse dazu tun. Dadurch kann man das alkoholische Ergebnis der Maische erhöhen. Also hier ist der grundsätzliche Prozess, wir wünschen das Zuckerwasser mit der Hefe und dann kriegen wir Alkohol und CO2. Dafür braucht man einen Behälter für die Fermentation. Man kann prinzipiell jede Hefe nehmen, aber spezialisierte Hefe für Brauerei oder Brennerei sind besser. Es gibt auch Weinproduzenten, die Äpfel so nehmen, wie sie sind und einfach die Hefe da drauf nutzen. Aber es ist besser, die spezialisierte Hefe zu nehmen, denn ihr habt das optimale Alkoholergebnis und es gibt weniger Risiko. Was ihr nicht wollt, ist, dass Sauerstoff in die Fermentation reinkommt, denn Alkohol und Sauerstoff ergibt Essig, was etwas widerlich schmeckt und nicht das ist, was ihr haben wollt. Und deswegen bauen wir einen Fermentationsbehälter.
Es ist im Prinzip nur ein Mechanismus, um die Luft von der Fermentation fernzuhalten. Ja, und das sind die Sachen, die man dafür braucht. Links ist das erste Experiment zu sehen. Rechts ist das von Sir Wombat. Er hat dieses spezielle Ding, dass er einen Stift vorher in das Glas steckt, weil der Schlauch dann besser hängt. Das muss man aber nicht wirklich machen. Wenn euer Schlauch dick genug ist, müsst ihr das nicht machen. Ich hatte diesen Benzinschlauch und das hat wunderbar funktioniert. Also, ihr müsst den Schlauch am Deckel des Gärbehälters festmachen und in diesem kleinen Glas, was mit Wasser gefüllt ist. Und dafür kann man einfach nur Kleber benutzen. Es muss aber wirklich luftdicht sein. Was passiert ist, dass das CO2 aus der Gärung durch den Schlauch und das Wasser das System verlässt und das Wasser verhindert, dass Sauerstoff auf denselben Weg rückwärts nimmt. Es ist wirklich sehr einfach. Es ist ganz nützlich, eine Starterkultur zu haben. Dazu aktiviert man eine Trockenhefe. Das Spezielle daran ist, dass man der Hefe einen Vorteil gibt, einen besseren Start als die ganzen anderen Mikroben, die eventuell schon da drin sind. Und hier bei diesem Schritt ist es nicht so wichtig, die Luft draußen zu halten. Was man macht ist, man nimmt die Hefe, die man möchte, tut sie in Wasser, schmeißt Wasser rein, Melasse und gibt ihnen ungefähr 12 Stunden, um anzufangen, das zu verdauen. Dann kippt man es in den Gärbehälter und das Ganze geht los. Die Hefe ist nicht sehr lange in dieser Vorgärung und deswegen ist es nicht kritisch, die Luft da fernzuhalten. Es entsteht kaum Essig. So, hier sieht man den Fermentationsprozess. Das ist ein Erdnussbutterglas und die Luft kommt durch den Schlauch raus. Und wenn die Fermentation schnell läuft, dann sieht das auch deutlich schneller aus, aber meistens sieht es so aus und es macht dieses schöne Blubgeräusch. Und jetzt, wenn die Fermentation endet, das ist dann, wenn die Inhalt der Hefe einfach stirbt. Das wird also der Fermentationsprozess wird auch viel langsamer. Entweder hat man schon zu viel Alkohol für die Hefe, also je nachdem, welche Art der Hefe man benutzt. Bis 15% geht es teilweise noch. Oder es ist einfach am Ende kein Zucker mehr da. Das will man eigentlich vermeiden, weil sonst schmeckt es am Ende einfach nicht. Also man sollte es auf jeden Fall nicht abfüllen, solange es nicht komplett zu Ende ist. Und solange die Fermentation noch läuft, tritt halt immer noch CO2 aus. Was wir jetzt machen, wenn wir den fertigen Wein haben und die tote Hefe auf dem Boden, da sollte man vorsichtig sein, wenn man das abfüllt, denn diese Hefe schmeckt ziemlich eklig, also man sollte es am besten aussaugen und richtig vorsichtig sein und sich auch Zeit nehmen dafür. Um den Alkoholanteil zu messen, der ist normalerweise unter 15%, wie schon gesagt, gibt es besondere Werkzeuge. Und da gibt es einmal den Weinmeter und eben den Hydrometer für den Destillationsergebnis. Beim Messen ist der Zucker auch ein Problem, weil es die Instrumente beeinflusst. Und die kriegt man beide zusammen für ungefähr 10 Euro. Also ist nicht sehr teuer. Ist auch sinnvoll, sowas da zu haben. Ja, das hatten wir jetzt schon. Normalerweise ist das Ergebnis zwischen 6 und 13% Alkoholgehalt, wobei 13 schon ziemlich hoch ist. Also normalerweise ein bisschen weniger. Deswegen will man es danach am besten noch destillieren.
Also jetzt reden wir darüber, wenn man eine Destille bauen möchte. Und zwar nicht über eine wirkliche Destille, sondern um ein Modell, was so aussieht, als könnte es funktionieren, aber es tut es eigentlich nicht. Und wie gesagt, wir dürfen das nicht, das ist verboten. Um so ein Modell zu bauen, semi-professional one. You don't need all the like 5000 euro was the cheapest professional one. Also bei 5000 Euro kann man ein erstes professionelles kaufen und für so ein kleines Modell kommt man schon mit 75 Euro an Teilen hin. Using an old pressure cooker from ist auch dann sinnvoll, einen alten Drucktopf zu verwenden. Die kriegt man auch in Kleinanzeigen oder Flohmärkten oder sowas. Natürlich kriegt man Kupferrohre im Baumarkt, so etwa die, die man auch für Kühlschränke verwendet. Also für das Frischwasser- und Eiswürfel-Funktion. Das Kühlsystem ist einfach ein alter Kanister. Some electronics, I'll talk und ja, ein paar Elektronikaufbauten, über die ich später noch rede. Also kommen wir mal zurück zu den Folien. Back to the slides, please. Thanks. Danke. Yeah, the temperature sensing. Die Temperaturmessung, da reden wir später drüber. So, yeah, you just connect the also man verbindet einfach die Kupferrohre, wie hier dargestellt, wie ein T. Mit einem Korken oben drin und den Schraubverschluss unten, um das mit dem Topf vom Druckkochtopf zu verbinden. An der Stelle benutzt man eine Endkappe, um diese Finne zu verbinden. Und das wird wie dargestellt auf den Kochtopf montiert. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich, wie man lötet. Das ist aber jetzt eine andere Art vom Löten. Das ist eigentlich das Gleiche, man benutzt Zinn, Kupfer und Flux, um es besser fließbar zu machen. Und jetzt zwar kein Lötkolben, sondern eher eine Stichflamme. Und dann bohrt man einfach einen Loch in den Kanister, steckt das da rein und nimmt viel Kleber, um das wasserdicht zu gestalten. Das ist auch keine Raketenphysik. Die Temperaturmessung, das wollen wir haben, weil theoretisch braucht man eine sehr präzise Messung. In der Praxis hilft es zumindest. Also man könnte auch ohne damit auskommen, aber es ist schon hilfreich. Wie machen wir das? Dann nehmen wir einfach einen der billigen Temperatursensoren und einem Raspberry Pi, am besten eine Realtime-Clock und mit ein bisschen Python-Scripting kann man das sich schön aufzeichnen. Meins ist jetzt nicht schön und deswegen auch nicht veröffentlicht, aber ich denke, das kriegt jeder hin in einem Tag. Bei mir hat es eine schöne kleine Webseite dargestellt, was den aktuellen Temperaturgraph darstellt. Man kann auch auf den Link hier klicken und die aktuellen Temperaturen als CSV exportieren. Deswegen brauchen wir auch die Echtzeituhr, sodass wir das alles geordnet halten. Und das ist eigentlich schon alles, was dazugehört. Natürlich kann man das noch mit WLAN ausstatten. Aber falls man zum Beispiel aus der Ferne sieht, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist und dann schnell heimfahren kann, oder das zeigt jetzt, wie so ein hypothetischer Durchlauf aussehen würde. Im Hintergrund sieht man die Temperaturen mit dem Wi-Fi-Router. Jetzt brauchen wir nochmal die Kamera. Vielen Dank für den Engel. You open the lid, you put in your mesh. Man öffnet also den Deckel.
remember this is only a model, then like if your pressure cooker has a broken locking mechanism, you use some chain. Man nimmt die Kette, falls der Schließmechanismus oder im Topf kaputt ist. It's not as critical as actual pressure cooker operation. Ist nicht so schlimm wie bei einem. It's not as critical as actual pressure cooker operation because. Ja, und das ist jetzt nicht ganz so kritisch wie beim tatsächlichen Druckkochtopf, denn es gibt keinen Druck. Wenn der Druck sich aufbaut, dann habt ihr irgendeinen Riesenfehler gemacht, wie zum Beispiel, dass das Kyro verstopft ist. Und ja. As I said, it's all cheap and made up, but it works. No, it doesn't. Na, wie ich gesagt habe, es ist alles ein bisschen billig und zusammengeschwartet und es funktioniert. Oder also yeah. Nein, es funktioniert nicht. Es könnte funktionieren. Close the lid. Denn wie ich sagte, Maische rein, Deckel zu, Gas an. Es ist in diesem Fall ein Gasbrenner, denn es gibt keine andere Möglichkeit, keine andere Herdtechnologie, mit der man die eingetragene Energiemenge so schnell ändern kann. Vielleicht mit Induktion, aber das geht wiederum nicht mit einem Ostblock-Drucktopf. Nein, wenn man das heizt, wird irgendwann das Verdampfen des Alkohols beginnen. Der zieht nach oben am Thermometer vorbei. Da können wir dann die Temperatur messen. Weiter in den Kühler und da kondensiert es dann hoffentlich, damit wir nicht in die Luft fliegen. Ja, also wir haben hier eine richtige Anstrengung gemacht mit unserem nicht funktionalen Modell. Wir haben das sogar so angemalt, damit es aussieht, als wäre da Kalk drauf runtergekommen. Hier ist noch ein Thermometer, damit wir gucken können, ob das Kühlsystem so kalt ist, wie es sein soll. Und wenn es funktionieren würde, käme der Alkohol hier raus und würde über den letzten Temperatursensor fließen, damit wir sehen, wie warm unser Produkt direkt aus dem Gerät ist. Denn bei zu hoher Temperatur wären es dann Gase und das wäre schlecht. Hier auf dem Verbinder ist auch noch ein Temperatursensor. Der ist nur dazu da, um die Raumtemperatur zu messen. Also, jetzt zu einem absolut hypothetischen Szenario, was überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Die rote Linie ist die Gastemperatur. Das ist die wichtigste Temperatur, denn aus dieser Temperatur kann man ablesen, was genau gerade verdampft. Chemical is currently running, evaporating. The big plateau you can see at the top, that is. Das große Plateau, was ihr oben sehen könnt, das ist die Zeit, in der der Alkohol rausdestilliert wird. That turns into a plateau. The orange temperature is the air temperature. The green line is what the output temperature would be. Gelbe ist die Lufttemperatur, die grüne ist die Output-Temperatur. Am Anfang ist sie in der Nähe der Raumtemperatur. Und wenn das Produkt wirklich rüberkommt, geht sie runter auf die Kühlwassertemperatur. Und irgendwann teilen sich oder driften die beiden auseinander, weil das Kühlwasser, weil die Kühlung nicht mehr hinterherkommt. Wir haben nämlich keine Durchflusskühlung, sondern nur ein Wasserbad. Und dieses Wasser wird natürlich irgendwann warm. Am Ende, wo die Temperatur plötzlich abfällt, könnte durch zu viel Alkohol im Kühler ausgelöst werden. Dann muss man die Hitze runterdrehen. Und dann dreht man die Hitze runter, die Temperatur sinkt, man dreht sie wieder hoch, die Temperatur steigt wieder und so weiter. When you open the lid again and am Ende des Durchlaufs, wenn man den Deckel wieder öffnet und die kalte Luft runterkommt, dann fallen alle Temperaturen auf die Raumtemperatur und ihr seid durch. Also, wie ich sagte, es ist alles hypothetisch. Und das hypothetische Ergebnis ist. Halt. Es gab dieses Ding mit dem Methanol. Also bei einer Destille dieser Größe sollte man keine gefährlichen Mengen Methanol erhalten. We just
to be safe, we dropped the first. Aber nur um sicher zu sein, haben wir die ersten 15 Milliliter rausgenommen und haben sie so entsorgt, wie man das ordentlich machen sollte, indem wir sie auf dem Boden verbrannt haben. Yeah. Und ja. Then what would could the output look like? Und dann, wie könnte der Output aussehen? If you would do this, it'd be wenn ihr das tun würdet, wäre es eine gute Idee, den Output in 100 Milliliter Gläser zu unterteilen und jedes einzeln durchzumessen, damit ihr verfolgen könnt, was passiert. Und es könnte sein, dass die erste Portion 58% Ethanol enthält, die neunte so 35, denn bei höherer Temperatur kommt immer mehr Wasser mit in die Gasphase, sodass weniger Alkohol rüberdestilliert. Ja, von diesen neun waren die ersten sechs wirklich brauchbar, denn der Nachlauf hat den ganzen Mist, der erst bei höheren Temperaturen verdampft und der wirklich nicht gut schmeckt. Und wenn ihr höhere Prozente haben wolltet, könntet ihr es einfach nochmal destillieren und dadurch bis 78% hochkommen. Wie Franziska schon sagte, wir messen den Output der Destille mit dem Hydrometer. Ja, und 78% ist nichts, was du trinken wirst. Man schmeckt wirklich nur den Alkohol, nichts von den Früchten. Und wenn du einen Output mit 78% aus der Destille hättest, würdest du es mit Wasser verdünnen, bis du ungefähr bei 40 angekommen bist. Also, das ist verboten, deswegen machen wir es nicht. Aber es gibt eine andere Methode, die interessant ist. Es ist, es nutzt dasselbe Prinzip, aber es sind nicht die unterschiedlichen Korrosidepunkte, sondern die unterschiedlichen Gefrierpunkte. Um das zu nutzen, packt man Alkohol, vielleicht roten Wein, in eine Plastikflasche, schmeißt sie in die Gefriertruhe, lässt sie durchfrieren, dann macht man sie auf, dreht sie um und das Erste, was dann noch rausfließt, ist Alkohol. Das ist ein interessantes Bild hier, denn wir haben eine Flüssigkeit, die aus der Flasche tropft, dass es die so kalt ist, dass auf der Glaskanne Eis kondensiert aus der Raumluft. Also wir wissen, die Flüssigkeit ist irgendwas mit einem Gefrierpunkt unter dem von Wasser. Wenn ihr das messen würdet, dann würdet ihr sehen, dass der Output irgendwo zwischen 20% und 40% Ethanol enthält. Wenn man mit einem Rotwein anfängt, der ungefähr 10% hat. Also es funktioniert, es funktioniert wirklich. Und ich finde es ganz interessant, denn manche wahnsinnige Menschen in Bayern benutzen das, sonst weiß ich von jemandem. Dieser Mann macht das stärkste Bier der Welt mit 58% und es ist rein rechtlich Bier aufgrund unserer Gesetze hierzulande. Und hier sehen wir das Zeug, was in der Flasche geblieben ist. Nachdem es dann wieder geschmolzen ist. Und das Weiße unten ist das Zeug, was ausgefallen ist nach dem Frieren. Und ja, was auch immer es ist, es war scheinbar in Alkohol löslich. Jetzt, wo der Alkohol weg ist. Und ja, das ist, was wir gemacht haben. Fazit, es ist absolut möglich, aus ein nicht funktionales Modell einer Destille aus Baumarktsachen herzustellen. Es existieren Risiken, aber sie sind zu beherrschen. Auf ordentliche Kühlung achten, aufpassen, dass Wasser drin ist, um die Methanolvergiftung zu vergehen. Zu verhindern. Nur Maische destillieren, die gut genug ist, um zu undestilliert getrunken zu werden und die ersten 15 Milliliter wegkippen. And if you had something like this and say you tried to still whisky. Und wenn ihr sowas wie dieses Ding hättet und Whisky destillieren wolltet, dann solltet ihr aufpassen, dass es nicht schäumt. Denn wenn es zu schnell läuft, kann es passieren, dass die Maische hochschäumt, den Gasweg verstopft und das wäre schlecht. Also tut das nicht.
great fun. Fazit, es ist toll. Macht richtig Spaß, theoretisch. And yes, do not do Und nein, mach das auf keinen Fall. Es ist verboten. Danke. Und damit verabschieden sich aus der Übersetzerkabine Slough of Anarchy und Duckman. Sie hörten. So we have now 5 minutes for Q&A. So everybody who wants to ask a question, Schnaps-Hacking. Bitte wende ich mit Feedback an @c3lingo oder #c3t auf Twitter. Es gibt noch ein Q&A, wir werden das auch übersetzen. Keep in mind, this time everybody has to go out on this side. So, is there any question in the room? Gibt es Fragen im Raum? Mikrofon 1, bitte. Yes, thank you for the talk. Ja, vielen Dank für den Tag und für diese Ideen. Do you know how the legal weißt du, wie die rechtlichen Grundsätze in der Schweiz aussehen? Naja, ich kenne sie jetzt nicht direkt, aber so vom Hörensagen. In der Schweiz geht es euch eigentlich ziemlich gut, denn ihr dürft kleine Destillen bis einschließlich 5 Liter Volumen haben. Wir haben bis zum Ende dieses aktuellen Jahres eine Grenze von 0,5 Litern, was mehr oder weniger nutzlos ist. Aber ihr könnt es damit ausprobieren, aber für jeden Run kriegt ihr im Prinzip einen kurzen an brauchbarem Likör. In der Schweiz kriegt man wenigstens so 200 Milliliter. Das ist eigentlich ganz lustig. Da kann man mit basteln, das könnt ihr und eure Kumpel machen und könnt einen ganz schönen Abend haben. Ich habe noch eine Frage. Hast du Tipps, um die Elektronik sicher zu löten? Ja, ich habe vergessen zu erwähnen, wir benutzen bleifreies Lot. Das ist schon ein wichtiger Kommentar von dir. Und ich habe nachgeguckt und das Lot, was ihr im Baumarkt neben den Kupferrohren kaufen könnt, das ist bleifrei. Also passt auf, dass es das Richtige ist, denn ihr wollt kein Blei in eurem Schnappes. Könnt ihr die Kühlung auch durch Luft erreichen, statt Wasser? Ich habe online gesehen, dass manche Leute das gemacht haben, mit Konstruktionen, die in etwa wie ein CPU-Kühler, der an so Alkoholdämpfe angebastelt war, aussah. Es wäre verboten, das zu versuchen, also habe ich das nicht versucht. Aber dieser Typ hat es anscheinend gemacht und es schien für ihn zu funktionieren, also ja. Aber ich weiß nicht, wie man sowas jetzt, also einen Kupferblock bauen würde, den man dann an den CPU-Kühler dran bastelt. Ich habe alte Aufzeichnungen gesehen, wo einfach nur Luft verwendet wurde. Aber es gibt auch Aufzeichnungen, die sagen, dass Wasser benutzt sein muss. Mikrofon 5. Ihr habt die Glasteile gezeigt und ihr habt gesagt, man kann das nicht kaufen. Bis 2018. Aber was wäre denn, wenn man nur den einzelnen Teil kaufen würde? Yes. Ist es auch verboten? Ich meine, ihr kauft dann ja genau genommen keine Destille. Also nein, ich glaube, da wird es kein Problem geben. Es sind Laborgeräte und die verkauft ihr eine Destille aus Glas, so um das Destillieren zu üben. Das kostet irgendwas bei 250 Euro und sie verkaufen dir genau dieselben Teile, aus denen die Destille gebaut ist, deutlich billiger. Also könnt ihr 3 oder 4 verschiedene Bestellungen von verschiedenen Verkäufern machen und naja, das ist lächerlich, wirklich, es ist lächerlich. Hi. Danke für die theoretische Erklärung. Ich habe eine Frage. Aber erst wollte ich nochmal sagen, ihr könnt das alles ohne Programmierung bauen, sondern es gibt auch da physische Geräte, die das dir selber messen.
Jetzt zu meiner Frage. Gibt es einen Grund, dass du Turbo-Hefe nicht erwähnt hast? Schmeckt es nicht so gut, oder was ist damit los? Ja, ich glaube, wir haben einfach die erste Hefe genommen, an die wir unsere Hände gekriegt haben. Also man kann Turbo-Hefe nehmen, aber die hat gewisse negative Aspekte. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man mit unseren Methoden wirklich qualitativ hochwertigen Geschmack erreichen würde. Also relativ zu der Abfindungsbrennerei-Sache. Man könnte Turbo-Hefe verwenden, die braucht aber Hefenährsalze, damit man die richtige Umgebung für die Hefe hat. Und die darf man in Abfindungsbrennereien nicht zugeben. Also benutzt man da keine Turbohefe und für Fruchtdestillate braucht man die nicht wirklich. Denn je länger die Hefe auf etwas rumfermentiert, desto schwächer wird der Geschmack davon. Und deswegen haben wir einfach das gekauft, was wir im Laden des Essens gefunden haben. Ja, danke nochmal für den Vortrag. Nochmal bezogen auf die Kühlung. Ist es nötig, auch das Wasser auf Zimmertemperatur zu kühlen? Muss man da Eiswürfel reintun? Oder wie ist es mit der Temperatursteigerung? Naja, also sagen wir mal, wir hätten diese hypothetische Sache mehrmals im Kopf gemacht. Beim ersten Mal hätten wir es vielleicht mit Eiswürfeln probiert, beim zweiten Mal mit Wasser austauschen. Und vielleicht haben wir das ein paar Mal gemacht und haben vielleicht darüber nachgedacht, einfach mit Wasser aus der Wand und das mehrfach zu wechseln. Und vielleicht kam uns dann noch in den Kopf, dass wir einfach mal vergessen können, das Wasser zu wechseln. Und es hätte dann irgendwie trotzdem funktioniert. Also wir hätten dann bei den späteren Durchgängen den fiktiven, einfachen Wassereimer genommen und den nicht durchgewechselt. Denn das ist der einfachste Weg und so funktioniert's. Und es gibt auch eine Frage aus dem Internet. Ja, genau. Das Internet möchte wissen, ob es eine rechtliche Grenze gibt für den Eisprozess. I tried to look it up, but I didn't find anything about that. So maybe there's a thing that if you're, let's just stay with the beer guy from Bavaria. The customs actually have a page about producing beer at home. You can do that legally. Der Zoll hat tatsächlich eine Seite über die Produktion von Bier zu Hause, kann man in Deutschland legal machen. Die ersten 100 Liter sind steuerfrei. Und dann hast du 100 Liter Bier und die konzentrierst du. Und wenn du damit fertig bist, wird es kompliziert. Also ich denke, das ist die Grenze. Und der Typ versteuert wahrscheinlich einfach das Bier und gut ist. Aber man muss vielleicht seine Gefriertruhe bei den Steuern anmelden und naja. Jetzt zu den letzten zwei Fragen. Also meine Frage bezieht sich auch auf die Gefriermethode. Was ist mit dem Methanol? Gibt es da auch eine Möglichkeit, das loszuwerden? Oder ist es eigentlich egal? Wie ich sagte, das Zeug in den Bildern war Rotwein vom Aldi, denn man experimentiert nicht mit teuren Sachen. Und wenn ich eine ganze Flasche Aldi-Rotwein trinke, dann passiert mir nichts Schlimmes. Also wenn ich einen Teil dieser Flasche nehme und trinke, wird mir auch nichts Schlimmes passieren. Also ja. Also da sollte eigentlich kein Methanol drin sein im Original. Es ist wahrscheinlich Methanol im Original, aber wenig genug, dass es kein Problem darstellt. Methanol comes from the pectins. Pectins are basically the building substance of the cells. Methanol kommt von den Pektinen. Und beim Saft und Wein werden die schon zusammengepresst und sind am Ende weg und
also im Saft und im Wein, der dann runtergekühlt wird, ist da fast gar kein Methanol drin. Es ist natürlich schwierig, wenn man eine Maische macht und die Rückstände immer noch drin hat in der Maische. Deswegen wird es auch destilliert. Jetzt die letzte Frage. Hi. Danke für den Talk. Meine Frage bezieht sich auf die drei Teile der Destillierung. Du hast es so aufgeteilt und in der Kraftdestille funktioniert es dadurch die Temperatur- und Druckregulierung? Oder wie teilt man das auf? Was ist der Vorteil, das aufzuteilen? Es gibt hier viele Straßen, die nach Rom führen. Also man könnte das Ganze fraktionieren, wie wir es hier beschrieben haben. Also man nimmt immer einzelne Portionen und prüft sie dann einzeln durch Geruchs- und Geschmackstest, ob es okay ist oder nicht. Und der andere Weg ist, das Ganze temperaturgeführt zu machen. Eine moderne Destille von einem ordentlichen Kupferschmied, die hat auch mehr als genug Sensoren, die einem Temperatur, Durchfluss, Alkoholinhalt und so weiter anzeigen. Man kann also seine Destille im Prinzip programmieren, das Produkt zu fraktionieren. Also auch ein Weg, wie man mit ein, zwei Destillationsvorgängen das Ganze hinkriegt. Bei der ersten Destillation nimmt man allen Alkohol, den man hat. Diesen ersten Lauf sammelt man komplett, destilliert ihn nochmal und fraktioniert ihn dann. Man kann es auch andersrum machen und den ersten Durchlauf fraktionieren und beim zweiten Mal einfach nur konzentrieren. Es gibt mehrere Wege, die nach Rom führen, und da muss man einfach herausfinden, was einem selbst persönlich am besten passt. Wenn man anfängt, ist aber die Fraktionierung vielleicht der beste Weg. Welche Technik verwendet ihr da? Also mein Distille zu Hause, das ist ein Erfahrungswert. Wir wissen, die ersten anderthalb Liter sind wertlos. Die destillieren wir nochmal, um den Rest Ethanol rauszukriegen. Und naja, mein Urgroßvater hat irgendwann mal die richtige Methode gefunden, hat seinem Sohn beigebracht, der seinem Sohn und so weiter. Und so weiß ich, dass ich für die ersten anderthalb Liter wegkippen muss. I expect a very big warm applause for Franziska, Andreas und Stefan.